Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Nextcloud Quick Tipp. Heute zeige ich euch, wie ihr Dateien automatisch von eurer Nextcloud löschen könnt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso soll ich denn wollen, dass meine Nextcloud automatisch meine Daten löscht? Die lade ich doch gerade deswegen da hoch, dass sie sicher sind. Nun, das kann ich nachvollziehen, trotzdem gibt es aber einige Anwendungsfälle, wo so ein automatisches Löschen sehr vorteilhaft sein kann. Der häufigste Anwendungsfall für sowas ist, wenn ihr Dateien auf eure Nextcloud hochladet, nur damit jemand anders diese Datei dann runterladen kann und bei sich dann eben archivieren kann bzw. weiterverarbeiten kann. Gehen wir also beispielsweise davon aus, ihr habt Dateien, wie zum Beispiel eine Videodatei, Bilder oder auch Konstruktionsdaten, die ihr an einen Kunden oder auch zum Beispiel an einen Freund weiterleiten möchtet. Den weist ihr dann zum Beispiel in der Mail mit dem Link zu der Datei direkt darauf hin, dass der Download nur für 14 Tage beispielsweise zur Verfügung steht. Ihr könnt dann direkt, wenn ihr diesen Link erstellt oder auch schon davor beim Hochladen der Datei, die Einstellung setzen, dass Nextcloud diese Datei automatisch zum Beispiel nach diesen 14 Tagen löschen soll. Das hat für euch den großen Vorteil, dass ihr nicht ständig beim Kunden eben nachhaken müsst, hast du jetzt deine Datei endlich schon mal runtergeladen oder wie sieht das aus? Und dann müsst ihr ja selber noch dran denken, die auch wieder zu löschen, sondern das Ganze ist vollkommen automatisiert. Er weiß ja, welchen Zeitraum er hat und danach löscht eben Nextcloud diese Datei dann automatisch. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass dieser Dateispeicherplatz dann wieder automatisch auch frei wird, zum Beispiel für neuere Projekte. Das Ganze ist eben dann besonders sinnvoll, wenn ihr eure Nextcloud häufig für solche Anwendungen nutzt, also häufig um eben Dateien mit anderen zu teilen, die aber nicht langfristig auf eurer Nextcloud sein sollen, die Dateien also darauf nicht archiviert werden, sonst eben nur für den Austausch genutzt werden. So könnt ihr hier zum Beispiel auch einen Server mit einer kleineren Speicherkapazität verwenden und trotzdem relativ viele Kunden oder eben auch Freunde damit bedienen. Konfigurieren lässt sich diese Funktion recht einfach. Ihr müsst einfach nur in den Nextcloud App Store gehen und euch dort die App File Retention herunterladen. Ist das passiert, gehen wir als erstes ganz normal in die Nextcloud Einstellungen rein und dort bei dem Admin-Bereich in den Punkt Schlagwortverwaltung. Denn wir müssen nun erstmal ein paar Tags anlegen, denn diese Funktion wird via Tags in Dateien gesteuert. Möchte ich also zum Beispiel einen Tag anlegen, der nachher dafür stehen soll, dass eben Dateien nach 14 Tagen gelöscht werden, dann nenne ich den in meinem Fall einfach mal 14D für 14 Days, also Tage. Natürlich könnt ihr jetzt hier weitermachen und für alle gewünschten Zeiträume quasi euren Tag hier stellen. Das Ganze geht natürlich sogar auch auf Monate oder Wochen bezogen oder eben auf Tage. Hier könnt ihr auch einen Tag, zwei Tage, drei Tage wählen. Eben einfach mal als erstes dieses Sortiment an Tags erstellen, eben in welchen Zeiträumen ihr das Ganze haben möchtet. Danach findet ihr direkt eins weiter unten diese Funktion, die ist nicht von Anfang an da, die ist noch nicht direkt in Nextcloud installiert. Dafür braucht ihr, wie gesagt, diese App. Und dann könnt ihr jetzt einfach hier einen Tag auswählen, der eben für einen Zeitraum steht. In meinem Fall jetzt zum Beispiel der 14D. Und wir hinterlegen jetzt, dass dieser Tag dafür steht, dass die Dateien eben nach 14 Tagen gelöscht werden. Aber wie ihr hier seht, das geht natürlich auch mit Wochen und Monaten genauso. Und habt ihr das dann eben für alle gewünschten Tags so einmal durchgemacht, dann könnt ihr ab jetzt bei jeder Datei, die eben nach einem gewissen Zeitraum gelöscht werden soll, hingehen in den Dateiinformationen und einfach dann den gewünschten Tag hier eintragen. Ist das gemacht, dann wird ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser Tag eingetragen ist, also ab da zählt es nicht unbedingt, wann ihr die Datei hochgeladen habt, sondern ab wann ihr den Tag gesetzt habt, ab da wird dann eben in entsprechender Zeit die Datei dann automatisiert gelöscht. Wie ich finde, ist das ein ziemlich praktisches Feature und hilft euch auch wirklich Ordnung auf eurer Cloud zu halten und natürlich auch Speicherplatz zu sparen. Das war's auch schon von diesem Nextcloud Quick Tipp. Wenn ihr Hilfe und Unterstützung zum Thema Nextcloud benötigt und auch eben zu dem Thema, wie ihr Nextcloud in euer Unternehmen integrieren könnt, dann schreibt mir gerne eine Mail an cloud@apfelcast.com. Ansonsten findet ihr hier an der Seite weitere Videos zum Thema Nextcloud verlinkt und ich würde mich natürlich auch wie immer über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr euch für das Thema Nextcloud interessiert und es noch nicht getan habt, dann dürft ihr auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal,